Guten Morgen. So, wie gestern angekündigt, kommt heute unsere Tour nach Peenemünde. Unsere Radtour nach Peenemünde. Die führt uns über Richtung Westen über Trassenheide und Karlshagen. Karlshagen müssen wir ein bisschen weg vom Strand. Vorher fahren wir mal schön an der Küste lang. Karlshagen müssen wir ein bisschen runter südlich von der Küste weg. Warum, weiß ich auch nicht, aber okay. Beziehungsweise danach wieder an die Küste kommen und dann weiter Richtung Peenemünde. Von da aus sehen wir mal, schauen wir mal, was dann passiert, wie es weitergeht. Ich melde mich. Bis dann. Tschüss. Hier Hotel Baltic mit der Bernsteintherme hinten dran. So, hier mal auf dem Weg Richtung Peenemünde führt uns der Weg hier durch den Wald entlang der Küste. Wunderschöner Schotterweg. So. Aber sehr schön zu fahren, macht Spaß und auch was fürs Auge. Karlshagen haben wir hinter uns. Jetzt noch ein paar Kilometer und sind wir in Peenemünde. So, kurz vor Peenemünde.
das ist das Kohlekraftwerk hier in Peenemünde, was schon damals 1945 und früher genutzt worden ist. Und jetzt ist es wohl auch noch in Betrieb, was ich da gelesen habe. Hintergrund ist das Wasser, das ist Hafenanlage. Da fahren wir gleich mal hin. Wasser. So, hier an der Peenemünde sind wir jetzt. Auf dem Deich. Da ist nicht viel übergeblieben hier vom tausendjährigen Reich.